Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Nur Style Boutique 3. Wir gehen. Ja, wir gehen gleich schlafen. Vorher noch schnell in mein Favoritenbuch. Wir müssen uns noch ein cooles Outfit. Ich glaube, ich nehme das. Für die SPI überlegen. Und ich glaube, habe ich eigentlich jetzt alle durch? Nee, das bei 910 war noch. Habe ich hier alle? Ja. Weil die SPI, die Style Boutique Internationale, kommt. Und wir sind hier die Leute fleißig am Einkleiden. Die Frage ist nur, ja, wo die sind, ne? Gut, gehen wir in eine Wohnung. Machen wir mal schlafen und dann überspringen wir einfach den Tag. Und machen morgen unsere 3 Grazien, die soll ich bestimmt auch einkleiden. Ich weiß nicht, ob ich von allen Hauptfiguren die alle schon eingekleidet habe. Hilfe, Notfall etc. Ja, komm. Übertreib's nicht. Entspannen. Einfach entspannen. Dann klappt der Rest schon von ganz allein. Irgendwer in der Herrenboutique. Johann. So wie du, die entzückende Maika. Das ist, dass sich unsere Wege hier kreuzen. Das kann nur Schicksal sein. Und das möchte ich. Und das möchte, dass sie mir die Kleider auswählen. Ich hätte gern ein schwarz-weißes Outfit in Anhängen an den Farben der Klaviertasten. Kein Problem. Ne, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, Stil wahrscheinlich Edel. Farbe schwarz-weiß. Ja, wenn wir da nichts finden. Ja. Doch lieber so und jetzt noch eine schöne Jacke drüber. Eine offene Jacke wäre auch sehr nice. Ich will mal was ausprobieren. Wenn ich hier das weiße Hemd nehme, das drüber als das hier so mit schwarz. Ich finde, der steht doch so auf ausgeflippte Sachen. So. Okay. So, und dafür kommst du nochmal rein. Ja, das kann sie sehen lassen. Noch der Hut. Ja, die Brille muss jetzt nicht unbedingt sein. Finde ich jetzt nicht so toll. Wieso haben die nicht eine verdammte normale... Ja, komm, dann lass mal. Weiße Strümpfe, schwarze Schuhe. Warte, wir nehmen den Hut wieder ab. Das ist es. Wie sie es wünschen, ich werde es unverzüglich anprobieren, zieh's an. Oh, sieht doch voll gut aus. Der hat die Jacke zwar schon mal, aber das ist egal. Perfekte Harmonie. Bravo, bravo. Beim Anblick dieses Outfits kommt es mir fast so vor, als höre ich Klaviermusik in meinen Ohren. Applaus, Applaus, meine Beste. Verneigen Sie sich vor dem begeisterten Publikum. Ah, oh, ich glaube, der mag mein Outfit. Bim. Ich glaube, Florentin fehlt. Und wir hatten Melvin, wir hatten schon. Onkel Tim hatten wir schon. Ethan hatten wir schon. Ihr Hartmann hatten wir auch schon. Barbara kenne ich nicht. Kathi kenne ich auch nicht. Helene auch nicht. Ja, doch, Kathi kenne ich schon. Gut, dann gehen wir mal unseren Notfall machen hier. Was denn los? Hallo Maika, was führt sie heute zu uns? Ein Notfall? Hat das mit Lydia zu tun? Entschuldigung, aber da kann ich Ihnen nicht helfen.
Ethan hat mir davon auch gar nichts erzählt. Oh, ach so, dann lasse ich sie durch hier entlang, bitte. Habe ich ihr jetzt die SMS gezeigt oder was? Maika, was gibt's? Ich kann mich nicht dran erinnern, sie hergebeten zu haben. Ach, wir sind in einer Notlage, als ich... Also habe ich SOS zur Boutique gefunkt und unsere treue Freundin ist zu uns geeilt. Bitte? Ich treffe die... Hier treffe ich die Entscheidungen. Falls euch das entgangen ist. Und sie hat auch nichts mit der Sache zu tun. Doch hat sie, wenn es um unsere Outfits geht. Maika, damit klar ist, worum es hier geht. Ja, Quinn will unsere Outfits von einem Top-Designer entwerfen lassen. Exakt. Und Top ist noch untertrieben. Ich will Hendrys... Doch, nee, Hendrik... Hendrys? Ich sag Hendrik... Malaya engagieren, den derzeit renommiertesten Designer der Welt. Das Event wird immerhin weltweit verfolgt. Da müssen wir große Geschütze auffahren, speziell für unsere designten Outfits. Aber wozu brauchen wir diesen Typen, wenn wir hier eine eigene Modeexpertin haben, die uns ständig hilft? Genau, ich will auch, dass Michael das Design für unsere Bühnenoutfits entwirft. Sie hat uns schließlich schon ein tolles Design für unsere T-Shirts beim Festival abgeliefert. Meine Rede! Für uns drei ist sie etwas ganz Besonderes. Sie ist so unersetzbar. Wenn es euch so wichtig ist, dann geben wir ihr eine Chance. Aber nur eine. Dann zeigen sie mal, ob sie ein Design hinbekommen, das der Style Boutique international würdig ist. Kriegen sie es besser hin als der große Hendrik Moller? Ich werde es krachen lassen. Schön gesagt, so lob ich es mir. Dann sind sie engagiert. Aber sorgen sie dafür, dass das Ergebnis auch wirklich überragend ist. Danke, ich bin sehr glücklich. So, der hat keine mehr. Ich habe natürlich auch kein Geld verdient. Warum auch? Warum sollte ich Geld verdienen? Warum das lange Gesicht? Ach, du machst dir Gedanken wegen den Bühnenoutfits, ja. Hendrik Malaya ist ein Designer, den Leina empfohlen hat. Und sie ist immerhin die Chefredakteurin von Style Boutique. Damit will ich sagen, du darfst meine Chefin nicht gegen dich haben, wenn es um diese Designs geht. Es wird nicht einfach, aber ich kann dir ein paar Ratschläge geben. Als Gegenleistung könntest du mich zum Essen einladen. Einverstanden? Mir reicht nach langsam mit Delikatessen. Ein solider Burger ist nach wie vor eher mein Ding. Wenn ein Weltklasse-Burger wäre ich jetzt schon sofort zu haben. Beim Essen ist es halt wie beim Design. Am wichtigsten sind letztendlich die persönlichen Vorlieben, nicht wahr? Wenn das, was man hat, nicht das ist, was man will, dann hat man eigentlich nichts. Ist doch wahr, oder? Du hackst doch schon wieder was aus. Was hast du vor? Auf den Burger. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Lass uns keine Sekunde länger warten. Obwohl, wir beide wissen doch, dass es Wichtiges zu tun gibt. Der Burger kann warten. Du solltest jetzt zu dem Mädchen gehen und mit ihnen sprechen. Ich weiß nicht mal, wo die sich rumtreiben. So, jetzt gehe ich ins Bett. Schlafen. Das war so ein mieser Tag. Nichts verdient. Aber auch gar nichts. Ich fasse es nicht. Ich habe eine Nachricht, das ist sehr schön. Ah, schlafen bis zum Unfall. Was ist denn los? Modeaktion, sehr schön. Wir gehen mal ganz kurz zum Designmarkt. Ich will nur gucken, ob wir ein bisschen Geld verdient haben. Wenn wir schon so kein Geld verdient haben, dann vielleicht anders. Ob er was gekauft hat. Ja! Es wurden zwei Sachen gekauft. Sehr schön. Das freut mich. Was sagt der Shop-Navi? Natürlich. Und dann gehen wir gleich mit den Mädels reden. Kann ja nicht so schwer sein. Rosi wird wahrscheinlich im Blumenladen rumhocken. Aus dem Outfits von Kauf. Ui! Oho! Und ich wurde hübsch genannt. Aha. Das ist sehr lieb von euch, dass ihr meine Klamotten kauft. So. Als erstes. Modemesse. Wahrscheinlich muss ich einen nach dem anderen abklappern. Die sind. Willkommen. So viele Rocky-Klamotten verkaufe ich zwar nicht, aber das ist egal. Haben. Warum nicht? Wir haben es doch. Ja, das mag ich nicht. Aber trotzdem gekauft. Nicht da. Hosen, 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 Hosen. Unser Laden braucht mehr Hosen und Röcke.
und mal ein paar anständige Kleider, aber das kriegen die nicht auf die Kette. Ich weiß ja gar nicht warum. Ich weiß zwar nicht warum, aber die schaffen es nicht, mir anständige Kleider zu machen. Also von Stage Dive bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, also generell jetzt im Spiel von der Marke. Weil die immer nur diese gleichen Kleider hatten. Und ich hatte aber das Gefühl, in den letzten Teilen, jedenfalls im letzten Teil, hatte Stage Dive coolere Klamotten. Beziehungsweise auch bessere Kleider, eine größere Auswahl. Schönen Dank. Oh. Ihr habt auch was verkauft. Das ist sehr schön. Dann schlage ich doch gleich mal zu. Schaden kann es ja nicht. Aber die haben auch nicht so eine große Auswahl. Alles noch sehr in überschaubaren Mengen. Aber die haben halt auch ein bisschen Auswahl wenigstens an Kleidern. Nicht so nur zwei Stile, sondern wenigstens drei. Aber wahrscheinlich ist das Spiel auch so ein bisschen... Diesmal konnten wir uns auch gar nicht für die Richtung entscheiden, in der unser LAN gehen soll. Ich bezweifle, dass die Einrichtung unseres LANs die Kunden beeinflusst. Im ersten Teil, das weiß ich noch, da mussten wir uns ja für eine Stilrichtung entscheiden. Und dann hat man mehr solche Leute angezogen, die in der Stilrichtung waren. Gut, gehen wir mal zum Bäckerwagen. Das ist Lydia. Lydia! Hallo, Maika! Sie haben wohl Lust auf Brot, ja? Nein, es geht um Ihr Outfit. Wollten Sie fragen, was für ein Design ich gern hätte? Naja, natürlich ein einzigartiges, etwas, das es auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt. Mit Hut! Ein Kleinhut wäre glänzend. Genau das will ich nämlich, glitzern und glänzen. Okay. Hallo, sind Sie wegen den Blumen hier? Geht ums Bühnenoutfit. Das Bühnenoutfit, ich habe so Vorstellungen. Ich mag ja gerne mädchenhafte Sachen. Zum Beispiel was Niedliches als Verzierung auf den Kopf, wie eine kleine Schleife oder sowas. Außerdem wäre es schön, wenn alles wie Blumen im Morgentau glitzern würde oder so ähnlich. Okay. Damit habt ihr mir jetzt sehr geholfen. Florian, ich wusste doch, irgendwann musst du da auch mal kommen. Ach, Maika, hallo, freut mich, Sie zu sehen. Ich möchte zur SBI mal ein paar neue Klamotten in die erdverschmierten Finger kriegen. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Können Sie mir helfen? Ich hätte gern was Buntes von wegen Blumenladen und so. Aber sicher doch. Ein Bunt. Gibt es das überhaupt als Farbauswahl? Stil. Exklusiv. Muster. Gibt es das überhaupt als... Also ich meine als Farbe Bunt? Vielleicht was mit Blumen. Haben die überhaupt Blumen? Ja, es gibt vier Sachen mit Blumen. Ja, okay, das wäre jetzt zu Dings. Mal eine Suche. Wir hatten ja keine passenden Hose dazu, Mensch. Nochmal alles ausziehen. Könnten dem hier so eine Grundlage schaffen, ein Hemd. Richtige Dings und eine grüne Hose. Eine gestreifte grüne Hose, bitte. Eine dunkelgrün gestreifte Hose, bitte. Gib es mit. Muss ja auch vielleicht nicht immer top sein, obwohl das ja schon echt besser aussieht. Haben wir dazu hinten eine passende Hose? Naja, ich weiß ja nicht. Halt dunkelrot passt doch. Mmh! Mensch, liniert und kariert passt nicht. Ich verstehe nicht, warum er bunt sein will.
Und man kann es auch arg übertreiben. Nee, das reicht. Die Melone setze ich ihm hier auf. Mensch, ich hätte ein dunkelblaues. Ja, doch, das sind doch das so schon besser. Das ist es. Hier, Mr. Flower Power. Ja, das könnte etwas werden. Ich muss gleich nochmal anprobieren. Ja, hier. Viel Spaß. Ich denke immer jeden Moment, oh mein Gott, den gefällt es nicht. Es ist nicht so bunt, aber es ist grün. Und grün sind Pflanzen. Tolle Sache. Grün ist Bio. Ui, spitzes Outfit. So bunt. Man fühlt sich an den Anblick eines Blütenmeers erinnert. Ich freue mich so, dass ich Ihnen auf der Stelle ein Dutzend Rosen schicken könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, vielleicht nicht gerade ein Blumenmeer, aber wie wär's mit einer grünen Wiese? Hat doch auch was. Bim. Wo springt denn jetzt eigentlich hier unsere herzallerliebste Dame eigentlich rum? Luna. Die gute Luna fehlt noch. Vielleicht im Bahnhof? Der Turm war... Ach, die stimmt ja, die daten. Ach ja, die hatten ja ein Date. Doch richtig schön. Und bei dem tollen Wetter konnte man ewig weit blicken. Das stimmt, aber noch wichtiger ist... Oh, was ist? Maika. Oh, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir sind gemeinsam ausgegangen, ich weiß. Ja, manchmal fällt uns beiden in der Konditorei einfach die Decke auf den Kopf. Gab's Hausaufgaben? Gab's Hausaufgaben? Oh je, die Hausaufgaben. Frau Matz macht mir den Kopf kürzer. Aber Phil, wir gehen doch längst nicht mehr zur Schule. Stimmt ja, das war gemein, Maika. Hätten Sie nie Albträume über Ihre Schulzeit? Aber trotzdem, alles hat gepasst und es war sehr schön nostalgisch. Maidara, es stand dir alles so gut. Wobei du ja auch sonst aussiehst wie ein Engel. Wo gehen Sie denn hin? Wir waren ganz oben auf dem Turm. Ganz oben ist ein Aussichtspunkt. Und die Luft war so klar, dass man kilometerweit sehen konnte. Es war einfach herrlich. Ach so, Madari, hier. Hier, bitte nochmal. Was hast du oben auf den Turm zu mir gesagt? Turm? Eine Idee. Ein Turm aus Kuchen. Kleine Törtchen oder Eis. Makarons. Ja, vielleicht etwas damit. Hey, los, komm. Ich will Rezepturen ausprobieren. Ach, dann hast du schon, schon eine Idee für deine neue Süßspeise. Na gut, dann los. Erzählen Sie den abrupten Abflug, aber Sie wissen ja, wie es mit kreativen Menschen so ist. Wiedersehen, bis dann. Vielen Dank. Es war sehr schön, dank Ihnen. Ah. Wer bist du denn? Ach, was für eine nette, charmante Stadt. Es wäre schön, wenn mich mal ein Fotoshooting hierher führen würde. Okay. Die Luna fehlt noch, die Heck. Hockt doch bestimmt im Dings rum. Nö. Park? Ne, da ist nur Johann. Gut, gehen wir erstmal in meine Boutique. Vielleicht ist ja irgendwer da. Lilly ist da. Lilly ist gar nicht zu sehen. Da ist Lilly. Maike, ist das lange her? Ich weiß gar nicht, wie ich nicht schon viel früher hier vorbeischauen konnte. Ich habe versucht, mir selbst ein Rockoutfit zusammenzustellen. Aber das hat nicht geklappt. Es sah schrecklich aus. Maike, ich finde es echt gut. Ich spitze, wenn sie mir ein Rockoutfit kreieren würden. Aber es muss schon hammerstark sein. Kein Ding. Mach ich dir. Ich habe doch erst Rocky-Klamotten gekauft. Da kriegen wir noch bestimmt was zusammen. Dim, 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 dim. Na gut, das war mit dem Stern wäre vielleicht extrem zu viel. Ich hätte ganz gern karierte Strümpfe einfach.
Schwarz geht auch. Das tut's auch. Hier noch. Aber Strumpf ist eigentlich auch doof. Ist egal. Das ist auch nicht so der Hammer. Das übersteigt massiv den Preis. Ja, das geht. Das geht nicht. Das brauchst du nicht. Eine Handtasche. Jetzt noch den dazu. Das ist es. Viel Spaß. Na, das klingt überzeugend. Da gehe ich sofort anprobieren. In diesem Fall muss man dazu sagen, sind wahrscheinlich ihre Haare einfach der Eyecatcher. Eine Spitzenempfehlung, genau das, was ich wollte. Wenn es kariert ist, bin ich automatisch Fan. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Outfit nicht nur geträumt habe, dieser rockige Look. Der Preis passt, da spricht nichts gegen Einkauf. Dieses Outfit haut mich um. Ich kann nicht glauben, wie genial das aussieht. Bin ich froh, dass ich das Ihnen überlassen habe, Maika. Ich werde mich nicht mal mehr umziehen und gehe einfach so ins Café. Riesen danke. Okay, ab ins Café. Ciao. Oh. Aber uns fehlt Luna noch. Wo treibt denn nicht die Luna rum? Also im Park war sie nicht. Im Café war sie nicht. Wo können die sich noch umtreiben? Wahrscheinlich im Restaurant. Aber wie kommen wir da hin? Ich weiß das leider nicht. Wiedersehen macht Freude. Ist schon länger her, ich weiß, aber trotzdem. Es ist wichtig, am Morgen gut in den Tag zu starten. Ich beginne den Tag immer, indem ich mir die Haare und mein Make-up mache. Erst dann fühle ich mich komplett. Ich sehe immer zu, dass ich morgens genug Zeit dafür habe, egal wie früh ich aufstehen muss. Und heute wollte ich auch etwas Tolles mit meinem Outfit machen, aber ich konnte keine coolen Schuhe finden. Könnten Sie mir welche für mich finden, damit mein Outfit so frisch sein, so frisch ist wie ich? Ich hätte ganz gerne Schuhe. Bitteschön. Bei so viel Selbstsicherheit kann ich nur schwer Nein sagen. Dann sehen wir doch mal. Die wollten nur Schuhe. Und das gefällt ihr. Ich wusste doch, dass ich an der richtigen Adresse bin. Eine einwandfreie Empfehlung war das. Die sind perfekt und praktisch noch dazu. Was könnte ich mir mehr wünschen? Ja, die sind perfekt. Ich liebe es. Sie sind schick, aber gleichzeitig auch sehr bequem. Darum könnte ich ewig herumlaufen. Und sie passen auch gut zu meinem Outfit. Nun bin ich bereit für einen tollen Tag. Das löst aber irgendwie noch nicht so mein Luna-Problem. Ich hätte ja schon eine Idee für mein Outfit, aber... Ich weiß gar nicht, ob sich das so umsetzen lässt. Die ist auch nirgendwo zu finden, die Frau. Ach, ich wollte nicht ins Haarstudio. Hallo. Hallo, haben Sie Hunger? Ich hätte einen Wolfsbarsch im Angebot in einer Salzkruste. Das macht so viel einfacher, als man denkt. Bei Fischhändler gab es heute frischen Wolfsbarsch im Angebot. Da dachte ich mir, ich probiere es halt mal aus. Hat sogar richtig Spaß gemacht. Die haben auch hier keine Dings, ne? Ja gut, gehen wir mal schlafen. Vielleicht kommt jetzt am nächsten Tag irgendwie eine Meldung von Luna oder irgendwie so ein Zeichen, dass sie irgendwo da ist. Morgens. Aha! Da ist er ja. Hallo, die Style Boutique Internet steht vor der Tür. Ich krieg mich vor Aufregung fast nicht mehr ein. Och Mann, ich muss eine Tasse Kaffee trinken, um mich zu beruhigen. Naja, es war natürlich eher eine Kanne. Was wollten Sie sagen? Sie sehen so aus, als hätten Sie etwas auf dem Herzen, das Sie mich fragen möchten. Das Design meines Outfits
Etwas, das trendy und elegant ist, wäre ganz nett. Mit einer Kopfbedeckung könnte man noch einen Hauch von Extravaganz hinzufügen. Wenn es so viel Glanz wie der Mond verbreiten würde, wäre das auch sehr schön. Eureka! Zeit, die Bühnen... Okay. Oh mein Gott, das geht jetzt hier rucki-zucki. Wohnung? Design? Nee. To-Do-Liste. Ach, komm schon. Ja, und wie mache ich das einfach jetzt hier? Design? Artikel. Bühnenoutfit. Was steht mir da zur Auswahl? Ach komm! Jeder von denen hat oder wie? Ist denn da gestreift? Punktet? Bin ja mal gespannt. Ich sehe das gar nicht. Ich muss erstmal ausprobieren, was hier überhaupt Dings ist. Okay. Was ist viertens? Ach, das. Vielleicht einen anderen Blauton? Okay. Luna. Die kriegt noch Herzen dazu. Das wird immer schlimmer. Nee, das nicht. Das kann man nicht machen. So. Nee. Ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Kirschrosa und Rosenrot ist. Tut mir so leid. Was ist das? Nee, das kann man nicht machen. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Das muss bleiben. Ist ein bisschen zu dunkel alles, ne? Da ist viel des Guten. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, das ist zu viel rosa. Eindeutig zu viel rosa. Das bleibt jetzt. Da habe ich ja sehr viel designen können. Meine Güte. Ich darf die Farben entscheiden. Rosi. Das ist ja mordsmäßig geil.
Dim, 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 dim. Nein! Ich muss die doch noch farben, einfärben hier. Jetzt läuft sie rum wie die Biene Maya. Da glitzert was im Popo. Nee. Ja. Ja, bei ihr ging das jetzt irgendwie recht schnell. So, die zwei Farben. Läuft. Da sollte ich vielleicht doch lieber noch eine andere Farbe mit reinbringen. So. Den glitzert die so am Popo. Vielleicht lieber das Gelb als Grundlage. Und dafür den Rest hier in diesem Hellen. Aber dann sieht man kaum was von den Details. Das ist halt das Problem. Oh mein Gott, damit leuchtet sie regelrecht. Ich glaube, ich bleib so. Ohne. Das sieht so schrecklich aus. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welches von den... welchen von den Kommentaren euch am besten gefallen. Also ich muss sagen, am besten gefällt mir Luna. Muss ich gestehen. Ich finde, Luna trägt meiner Meinung nach das beste Kostüm. Bei den anderen, das war mir zu viel Wischiwaschi. Nee. Habe ich jetzt die Bühnenoutfits fertig? Nee, Quatsch. Zurück. Die Bühnenoutfits sind aber fertig, ne? Bitte lass die Bühnenoutfits fertig sein, sonst wäre ich jetzt echt böse. Die Bühnenkleider für Super Trio sind fertig. Sag am besten gleich den Leuten von Nintendo Bescheid. Ah, nee, ich will nicht. Ist nur irgendwer in der Herrenboutique, der meine Hilfe braucht. Nein. Irgendwer im Club, der. Quatsch, in meiner Boutique, der meine Hilfe braucht. Okay. Ethan. Ach, sie sind es. Ich habe schon gehört, die sind mit dem Design eines Outfits fertig. Sie sind mit dem Design eines Outfits fertig, nicht wahr? Wie ist es denn geworden? Aha. Gesundes Selbstbewusstsein, sehr gut. Das gefällt mir. Unsere Leute sollen das jetzt schleunigst bekommen, um ein hochkarätiges hochkarätigen Hersteller hierfür anheuern zu können. Ich melde mich, wenn der Job erledigt ist. Bis dann. Krieg ich jetzt auch mein Geld? Willkommen. Okay, ich krieg kein Geld dafür. Wie gemein. Wer seid ihr denn? Bailey? Der trägt aber auch nicht das Outfit, was ich dem gegeben habe, ne? Der Misker. Ich habe gerade einen super tollen... Oh mein Gott, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist schon so spät, wir müssen den Park beenden. Okay. Wir bleiben einfach hier und machen im nächsten Part hier weiter. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Schreibt mir... Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Das würde mich interessieren. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis dann. Bye bye.